Caridio Image und Eventfilmproduktion. Blockchain und Kryptographie. Die Technologie und die Anwendungsmöglichkeiten interessieren dich? Du hast bereits von Bitcoin und anderen Kryptowährungen gehört? In Köln trafen wir den Blockchain-Experten, Unternehmer und Buchautor Dr. Julian Hosp. Julian, du kommst gerade aus dem NTV-Studio. Der Hype um Kryptos fing beim Bitcoin-Preis bei knapp $20.000 an. Jetzt steht er gerade bei 11.600. Könnte sich die Blockchain-Technologie auch ohne diese Werte weiterentwickeln? Definitiv, also könnte sich ja. Ich glaube, dass es aber viel leichter ist und wahrscheinlicher ist, wenn Bitcoin sich positiv entwickelt und sich dadurch die Blockchain-Technologie positiv entwickelt. Laut Google Trends ist die Nachfrage nach Bitcoin im Moment noch gar nicht so groß wie beim letzten Hype. Wohin geht der Preis, wenn sich dies ändert? Es gibt Modelle, Sachen, über die ich auch immer wieder regelmäßig in meinen Videos und so spreche, die vorhersagen, dass wir Bitcoin nächstes Jahr im sechsstelligen Bereich sehen, also $100.000 und Euro und plus, also mehr. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, das ist die Vorhersage, ich sage nur, das sind die Modelle. Die Modelle, die du angesprochen hast, stimmen. Also wir haben zurzeit 19% ungefähr von den Suchanfragen, die wir damals im absoluten Hype hatten. Zeigt uns, dass wir zurzeit eher institutionelles Kapital haben, das reinfließt, als wie den Retail-Investor. Krypto-Gott oder Krypto-Guru wirst du teilweise genannt. Gefällt dir das und wie gehst du damit um? Also Krypto-Gott jetzt nicht unbedingt, ich bin jetzt nicht so die religiöse Person. Krypto-Guru ist okay für mich, also damit das passt. Ich glaube immer noch, dass ich versuche, dass Leute selbstständig denken sollen und nicht einfach nur meine Meinung irgendwie nachplappern sollen. Also das versuche ich schon immer ein bisschen zu unterstützen. 10.000 Euro komplett in Kryptos oder auch in Blockchain-Aktien investieren? Sehr gute Frage. Ich würde, angenommen, ich habe genug Kapital, dass ich sage, die 10.000 Euro sind jetzt nicht etwas, das ich jetzt unbedingt brauche, würde ich die 10.000 Euro in Kryptowährungen reingeben. Ich würde Firmen immer komplett anders bewerten, als wie ich ein dezentrales Ökosystem wie Bitcoin zum Beispiel bewerte. Und ich glaube schon, dass man da ein bisschen aufpassen muss, dass man das nicht irgendwie vermixt. Du bist ja im Bereich Social Media sehr aktiv. Was sind die meisten Fragen für Kryptoanfänger? Die ganz typischen. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt? Ja oder nein? Die Antwort drauf, es ist ein guter Zeitpunkt, aber nie alles auf einmal. Mach jetzt ein bisschen was, warte ein bisschen, bis es runtergeht, danach wieder nachsetzen. Das zweite, welchen Coin soll ich kaufen? Da ist auch die Empfehlung, große Coins. Mach Bitcoin, das ist sehr dezentral, das ist sehr, sehr gut. Dann natürlich, welche Exchanges soll ich nutzen? Da wiederum große, seriöse Exchanges. Welche Wallet soll ich nutzen, um meine Coins aufzubehalten? Genau das gleiche, große, dezentrale Wallets. Und dann hast du natürlich immer wieder Fragen, soll ich minen, ja oder nein? Und ich bin jemand, der eher nicht so fürs Mining ist. Mining ist traditionell nicht so profitabel, wie den Coin selbst zu halten. Und dann hast du halt ganz viele spezielle Fragen. Oh, ich habe von diesem Unternehmen gehört, ein Freund von mir hat mir davon erzählt, soll ich da rein investieren? Und da ist halt in den meisten Fällen eher so, dass das schon sehr abzockerisch und scammy ist. Das ist wirklich, also da decke ich glaube ich 95% aller Fragen ab. Dankeschön. Holt euch hier mehr Informationen. Erlebt weitere Videos zu Dr. Julian Hosp und anderen namhaften Unternehmern in unseren Kanälen.